Herr Höbel, schön, dass das klappt. Sie sind seit 29 Jahren hier im Ja, Haus beim Spiegel. 15. September 1991. Und vor knapp einem Jahr knallte diese Affäre hier rein, die Relotius-Affäre. Wenn wir einmal kurz zurückblicken, was hat das für Sie für eine Bedeutung, diese Affäre? Wie haben Sie das, sagen wir mal, jetzt auch mit dem Abstand empfunden? Diese Affäre war für das ganze Haus und für mich auch natürlich ein Schock, weil es ausgerechnet uns getroffen hat, so etwas, weil Relotius ausgerechnet bei uns so gearbeitet hat, wie er das getan hat. Ausgerechnet deswegen, weil kein anderes Printmedium in Deutschland verfügt über eine Dokumentation in der Stärke, wie wir sie haben. Wir haben uns immer sehr viel darauf zugute gehalten, dass bei uns alles stimmen muss, alles stimmen soll. Natürlich kann es immer noch mal irgendwo einen Fehler geben, aber natürlich, wir haben eine starke Dokumentation, auf die haben wir uns auch immer verlassen, tun das auch nach wie vor. Sie findet immer noch viel, natürlich. Und dass dann ausgerechnet Relotius uns so reinlegen konnte, war für uns verheerend. Als das unten im Atrium dann der Belegschaft verkündet wurde, die Leute waren fassungslos, flossen Tränen. Es war unvorstellbar, gerade bei uns, wo wir so präzise in den Fakten normalerweise sind. Jetzt muss man sagen, der Spiegel hat das sehr umfänglich in eigener Sache aufgearbeitet, einen eigenen Titel dazu gemacht, eine Kommission installiert, der sie ja sogar am Anfang auch angehörten. Jetzt stehen wir ein knappes Jahr danach. Was ist sozusagen das Ergebnis? Wir haben aus dieser Affäre gelernt. Ich glaube, dass wir jetzt noch besser sind, als wir vorher waren, weil wir zum Beispiel im Umgang mit Quellen transparenter umgehen. Wir sind immer schon sehr sorgfältig mit Quellen umgegangen. Jetzt machen wir sie auch für die Leser deutlich transparenter. Wo kommt was her? Wir haben die Kommission, die Relotius-Kommission, hat den Fall weitgehend aufgeklärt. Es wird immer noch Stellen geben, die wir nicht wissen können, weil zum Beispiel Klaas Relotius nicht mit uns redet, trotz mehrerer Anfragen, Nach wie vor. nach wie vor. Das heißt zum Beispiel die große Frage nach dem Warum. Warum hat er das eigentlich gemacht? Nicht nur bei uns, ja auch bei anderen, aber warum hat er bei uns Geschichten gefälscht? Was hat ihn dazu bewogen? Diese Frage können wir nach wie vor nicht beantworten. Es wäre natürlich interessant. Und wir haben dann neben dieser Kommission noch Arbeitsgruppen eingerichtet von vielen Kollegen hier im Haus. Die haben an Standards gearbeitet, Standards entworfen, wie wir künftig arbeiten wollen. Da sind diverse Sicherungsmaßnahmen drin. Da geht es um ethische Fragen, es geht um alles Mögliche. Es wird ein ziemlich breites Werk werden. Das heißt nicht, dass wir diese Sachen nicht vorher schon im Kopf gehabt hätten und danach gearbeitet haben, aber wir schreiben sie fest, damit auch allen hier im Hause klar ist, wie wir arbeiten und unseren Lesern auch klar ist, wie wir arbeiten und dass wir Vertrauen verdienen. Wir bitten um dieses Vertrauen unserer Leser, wir werben darum, weil die Affäre Relotius natürlich einige Leute enttäuscht hat. Gab es da eine gewisse Nachlässigkeit im Journalismus, auch beim Spiegel? Es gab an einer Stelle Nachlässigkeit, personell. An einer Stelle hing es. Es gab auch zwei, drei andere, die sind im Bericht der Relotius-Kommission, findet man das ja, wo da Fehler lagen. Das eigentliche Problem bei Klaas Relotius war, dass er eine systemische Schwachstelle ausgenutzt hat, die nicht nur wir haben, nicht nur der Spiegel, sondern die alle Medien haben, nämlich dass es ein Vertrauensverhältnis zwischen der Redaktion und den Reportern geben muss, weil bei Recherchen wird Ihnen, wird mir, wird uns Journalisten allen, wir erfahren was, wir hören was von Leuten, die sagen uns etwas. Dieses Zitat, manchmal nimmt man es auf, wenn man beim Fernsehen arbeitet, nimmt man es immer auf, bei Zeitungen nicht unbedingt, manchmal geht es auch nicht. Stellen Sie sich Situationen vor, Sie sind in Syrien und treffen in der Nähe der Front, reden mit Leuten. Wie soll eine Dokumentation nachher überprüfen, ob dieses Gespräch so stattgefunden hat? Das ist einfach unmöglich. Und diese
Diese systemische Schwachstelle hat Klaas Relotius konsequent ausgenutzt und so hat er seine Geschichten erarbeitet. Liegt die Messlatte für beispielsweise auch exklusive Recherchen jetzt höher? Bei Investigativgeschichten lag die Messlatte bei uns schon immer natürlich sehr hoch, weil bei Investigativgeschichten auch die Gefahr, dass man einer falschen Quelle aufsitzt, weil Interessen im Hintergrund eine Rolle spielen, dass man auch juristische Risiken eingeht. Diese Gefahren waren alle sind bei investigativen Stoffen alle sehr viel größer. Und da haben wir schon immer vorgebaut. Aber das bauen wir auch noch aus. Das wird sich auch in den neuen Standards der Spiegelredaktion finden. Das heißt, die Messlatte wird schon noch mal ein Stückchen höher gelegt. Ja. Diese Gratwanderung, Vertrauen hier, Kontrolle da, hat sich das irgendwie verschoben? Nein, glaube ich nicht. Wir haben mehr Kontrollen eingezogen, aber nach wie vor vertrauen wir uns unter Kollegen natürlich. Man kann nicht arbeiten, wenn man dem Mann oder der Frau neben sich misstrauen würde. Das geht gar nicht. Natürlich haben wir ein Grundvertrauen in die Arbeit unserer Kollegen. Und das ist ja bis zum Fall Relotius auch immer berechtigt gewesen. Welche Rolle spielen inzwischen und künftig Fotos, die Reporter machen, neben den Spiegelfotografen, die ja zu einzelnen Geschichten dazukommen, und im Speziellen auch Selfies mit den Gesprächspartnern? Selfies mit Gesprächspartnern sind natürlich hilfreich, um zu dokumentieren, hey, ich war da und den Menschen oder es gibt da diesen Menschen. Die Wirkung ist eingeschränkt. Es gibt wenige Leute, die mehr Fotos gemacht haben als Klaas Relotius. Nur waren die Personen, von denen er behauptet, es seien die auf den Fotos, die waren nicht echt, die gab es nicht. Das waren ganz andere Leute teilweise. Sie haben die Leser ja gezielt befragt, wie die auf die Ereignisse vor einem Jahr reagiert haben. Das Stammpublikum des Spiegels, der Marke Spiegel, wie verunsichert ist das nach Ihrer Erkenntnis? Meine Erkenntnisse beziehen sich auf Reaktionen von Lesern, die wir per Mail bekommen haben, Briefe bekommen haben, auch Leute, mit denen man gesprochen hat, die angerufen haben, weißt du, auf alle möglichen Arten. Und ich sehe da keine Verunsicherung. Es ist eher der Respekt, okay, es kann jedem mal passieren, dann hat man mal einen schlimmen Punkt gehabt, ja. Aber ihr habt es selber aufgedeckt und ihr habt es so gründlich gemacht, wie kaum ein anderes Unternehmen irgendeine Affäre je selbst aufgedeckt hat. Wir waren so gründlich und haben die Leser immer mitgenommen und immer auf Stand gehalten, was genau wir gerade machen und welche Geschichte wir überprüfen, sukzessive die einzelnen Relotius-Geschichten mit unseren Anmerkungen, was es dazu daran auszusetzen gab, immer sofort auf die Seite gestellt, sodass unsere Leser immer informiert waren. Ich glaube nicht, dass es Verunsicherung gibt. Sie spüren also auch nichts beim Abverkauf, bei den Abozahlen. Diese Affäre hat da nicht reingeschlagen. Nein. Sind Sie erleichtert? Hätte ja auch anders kommen können. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir haben, es hat ja schon Fälle in der deutschen Pressegeschichte gegeben, wo es anders gekommen ist. Und natürlich hatten wir diese Befürchtung. Und wir glaubten aber, dass sowieso der einzige Weg, damit umzugehen, ist, ehrlich, offen alles darlegen, was passiert ist. Und das war unser Kurs und es hat sehr gut funktioniert. Aber wir haben es nicht gemacht, damit es gut funktioniert, sondern weil wir das Gefühl hatten, das müssen wir so oder so machen. Egal, was jetzt passiert, wir müssen das offenlegen. Und natürlich hätte man ja auch denken können, oh Gott, lass uns das mal schön klein halten und so. Haben wir nicht gemacht, sondern wir haben einen Titel gemacht. Größer können wir nicht als auf dem Titel. Sagen, was ist der Titel über die Relotius-Affäre? Mehr geht nicht. Alles liegt auf dem Tisch. Wie heiß wurde das denn damals diskutiert, ob man es wirklich als Titel macht? Es gab darüber, wir waren alle sehr schnell entschlossen, das genauso zu machen. Es war der einzige vernünftige Weg. Glauben Sie, Relotius wird irgendwann verschwinden in der Wahrnehmung? Ich wäre eigentlich froh, wenn die Affäre Relotius nicht verschwinden würde.
sondern wenn Sie uns, aber auch durchaus Kollegen in anderen Häusern immer sagt, was passieren kann, worauf man achten muss, dass man eben immer noch mal 10% gründlicher arbeiten muss, als man das eigentlich vielleicht für nötig hält. Das Relotius, ich glaube, das wird nicht so schnell verschwinden und das ist gut so. Ich verstehe Relotius nicht. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Dieses ist ein wirklich gutes Haus, das seinen Reportern alle Möglichkeiten gibt. Stellen Sie sich vor, er hatte zum Beispiel über Fergus Falls die Geschichte über eine amerikanische Kleinstadt und warum haben die Menschen dort Donald Trump gewählt. Er hat von der Redaktion die Zeit bekommen, 100 Tage. Du kannst 100 Tage fahren, such dir einen Ort, fahr nach dahin, bleib dort 100 Tage und dann schreib eine Geschichte über diesen Ort. In welcher anderen Redaktion bekommen Sie 100 Tage Zeit für eine Recherche? In kaum einer, ich würde mal behaupten, in keiner. Eine solche Recherche für eine Reportage. Er hatte alle Möglichkeiten, Geschichten zu machen, die gut sind und stimmen, so wie es die ganzen Kollegen hier tun. Warum hat er das nicht gemacht? Warum musste er fälschen? Warum glaubte er, dass er fälschen musste? Warum wollte er fälschen? Warum hat er es gemacht? Oder diese Geschichte Kiribati, für eine Geschichte um Klimawandel. Er sollte nach Kiribati, Inselgruppe in der Südsee, fliegen, Inseln in der Südsee. Soweit wir wissen, ist er nicht nach Kiribati geflogen. Hat aber so getan, als wäre er nach Kiribati geflogen. Warum das? Ein Journalist, der mal eben nach Kiribati fliegen kann und dort eine Reportage schreiben kann, warum erfindet man das dann? Warum? Ich verstehe es nicht. Was empfinden Sie, wenn Sie darüber nachdenken? Ja, Enttäuschung, weil er hätte sich ja denken können, was er dieser Redaktion damit antut. Es war überhaupt nicht nötig. Wie gesagt, er hätte alle Geschichten wunderbar, schön, stimmig schreiben können, machen können, alle Möglichkeiten. Hat er nicht. Und er musste sich doch denken können, was das auslöst, was dann passiert, wenn es denn mal rauskommt. Und sowas muss ja irgendwann rauskommen. Das kann ja gar nicht anders sein. Ja, ich verstehe es nicht. Das warum. Und das kann nur er beantworten. Da können wir so viel Akten drumherum recherchieren, ermitteln, die Kommission, unsere Arbeitsgruppen. Da kann man sich noch so viele Gedanken machen. Wenn Sie das Warum beantworten wollen, dann müssen Sie sich entweder als Hobbypsychologe versuchen, was ich nie tun würde, oder Sie müssen mit ihm sprechen. Ob er einem dann die Wahrheit sagt, ist immer noch die zweite Frage.